liebe Freunde von Erfolgreich Auftreten, die Macht der Sprache. Mein Name ist Sascha Oliver Martin und ihr seht, ich bin wieder in der Galerie Eva Helena in der Milchstraße 28 in Hamburg-Pöseldorf und nicht im Studio, wo ich sozusagen eigentlich hingehöre. Aber mich hat die Friseurin Jasmin gegenüber, schöne Grüße, heute wieder kameratauglich gemacht und dann habe ich gedacht, ja, dann kann ich doch gleich in der Galerie das nächste Video aufnehmen. Denn es hat mich sogar noch ein geschäftlicher Ablauf in der Galerie auf ein ganz wichtiges Thema gestoßen, das garantiert jeden von euch auch im Leben schon mal betroffen hat und sicherlich noch viele Male betreffen wird. Es geht darum, bestehende Abmachungen aus Versehen wieder zu löschen. Das ist mir selbst auch schon oft passiert und ich beschreibe mal kurz, wie das funktioniert, wie es aus Versehen abläuft und wie wir das verhindern können, was wir stattdessen machen können, um bestehende Abmachungen ganz locker nochmal wieder zu zementieren. Hier in der Galerie gab es zum Beispiel neulich die Situation, dass ein großer Fernsehsender zugesagt hatte, einen Beitrag über eine Ausstellung und den Künstler zu machen, den Künstler und die Galeristin in die Sendung einzuladen und noch vieles mehr, worüber man sich natürlich sehr freut, wenn man viel Zeit und Geld in eine Ausstellung investiert. Was ich dann aber mitbekam, war, dass eine Mitarbeiterin am Telefon dort anrief und nachfragte, ob es denn dabei bleibt. Ich dachte, ich werde wahnsinnig, als ich das gehört habe. Fürchte, ich hätte am liebsten sofort dazwischen gegriffen und außerdem habe ich den Fluxkompensator gesucht, um nochmal zurückreisen zu können und vor dem Gespräch ein kleines Vorgespräch extra zu führen, um diejenige, die dort anrufen wollte, zu briefen. Es ist natürlich gerade in einer Angelegenheit, die mir wichtig ist, völlig verrückt, den Absprung für die andere Seite so leicht zu machen. Mensch, das ist doch schon zugesagt, das ist doch schon abgemacht. Da muss ich doch als Mensch davon ausgehen können, wenn jemand anderes gesagt hat, das ist interessant, ich sage, ja toll, das können wir auch machen, was können wir denn liefern? Ja, machen wir so und so, toll, abgemacht, 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 dass es auch dabei bleibt. Da muss ich doch nicht hingehen und sagen, hallo, wollen Sie nicht vielleicht von Ihrer Abmachung wieder zurücktreten? Nö, wozu denn? Da kann ich das Ganze nochmal festigen, indem ich sage, hey, schön, wir freuen uns, wir haben auch schon eine Pressemeldung vorbereitet, jetzt wollte ich nochmal fragen, was kann ich denn noch an Material liefern oder was können wir denn noch tun? Soll ich nochmal Rohmaterial über den Künstler rüberschicken, nochmal ein Bildband, den er auch rausgebracht hat oder irgendetwas Ähnliches? Alles, was dem anderen nochmal zeigt, naja, das ist wirklich eine Abmachung, die wir da getroffen haben. Aber wenn jemand sagt, hallo, ich wollte nur nochmal nachfragen, ob es dabei bleibt, dann kann er eigentlich gleich sagen, hallo, du, ich bin total unsicher und weiß auch nicht so richtig und wenn Sie nicht so gern mögen, dann können Sie das auch wieder lassen. Nee, kein Problem, okay, tschüss, schade. Was soll das? Also, in jedem Fall untermauern, unterstreichen und natürlich helfen, dem anderen dabei helfen, dem anderen das leicht machen, wie man das so machen kann. Aber nicht mehr in Frage stellen. Welche Menschen tun denn sowas? Nette Menschen tun sowas typischerweise. Ich habe das auch immer aus dem Grund gemacht, dass ich andere keinesfalls bedrängen wollte. Oh, bloß nicht irgendwie zur Last fallen und auch nicht irgendwie in Bedrängnis bringen, in irgendeiner Form, sondern immer so nett sein, dass man sogar noch lächelt, wenn der andere sagt, wird doch nichts. Ja, aber wozu? Warum sollte man das denn tun? Der andere kann doch sagen, wenn er es aus irgendeinem Grund nicht mehr will, nein, ich will das aus irgendeinem Grund nicht mehr. Aber da muss er auch den Mut haben, genau dazu zu stehen und das einzuräumen. Also, stellt Fragen, wann, wie, was kann ich tun, was willst du noch tun? Und bei solcher banalen Sache, wie wenn einer sagt, du, ich hole dich morgen ab, wir fahren dann in die Stadt, abends nochmal schreiben, okay, ich stehe dann um 8 vor der Tür, ich freue mich. Aber nicht mehr schreiben, hallo, holst du mich auch wirklich ab? Denn dann im Jahr 2016, 17, 18, vielleicht wird es irgendwann nochmal anders, aber so in dem Dreh, würde ich mal damit rechnen, dass ein Großteil der Menschen sagt, ach so, nee, passt doch nicht, macht nichts, wir sehen uns dann später. Provoziert das aber nicht extra. Also, wenn etwas abgemacht ist, geht weiter fest davon aus, dass es abgemacht ist und bestätigt das auch nochmal direkt wie indirekt. Und dann werdet ihr sehen, dass ihr in einem Großteil der Fälle, in denen es wackelig war, auf diese Weise dafür gesorgt habt, dass diese abgemachte Angelegenheit tatsächlich stattfindet. Viel Spaß und viel Erfolg damit. Ach so, und denkt doch bitte dran,
Daumen nach oben oder Daumen nach unten, gerne in jedem Fall einen Kommentar dazu. Abonniert am besten gleich den Kanal und wir können uns auch beispielsweise auf Facebook sehen. Ich freue mich drauf.